Mein Name ist Wolfgang Hügers, Produktmanager Raps der Firma Limagran. Schotenplatzfestigkeit ist in aller Munde. Und auch für die Rapsanbauer gewinnt das Thema an Bedeutung. Denn Hagelschäden und Vorernteverluste im Raps nehmen zu. Wir sehen hier ein Rapsfeld, das kurz vor der Ernte von einem schweren Hagelschauer getroffen wurde. Auf der rechten Seite, der weiße Schimmer, zeigt uns, dass der obere Teil des Schotenpaketes vollständig aufgeschlagen wurde. Die nicht schotenplatzfeste Sorte hatte einen Hagelschaden von 25%, während auf der linken Seite die schotenplatzfeste Sorte Arsenal nahezu keinen Schaden zeigte. Wir sehen, dass schotenplatzfeste Sorten hier einen riesen Vorteil bieten. Aber was steckt eigentlich hinter dem Thema Schotenplatzfestigkeit? Und das möchte ich Ihnen im Folgenden im Detail zeigen. Nehmen wir uns mal das Modell einer Rapsschote und schauen uns den Querschnitt genauer an. Den Querschnitt finden wir hier dargestellt mit den Fruchtblättern, dem umgebenden Reblum, dem Schotenrahmen und in der Mitte die Mittelwand, die von den Kornanlagen umgeben wird. Während der Abreife entweicht das Wasser aus dem Gewebe der Fruchtblätter und es kommt zu Spannungen zwischen den Fruchtblättern und dem Schotenrahmen. Und hier dazwischen platzen die Schoten auf. Das ist der Schwachpunkt einer jeden Rapsschote. Bei Rapsorten mit genetisch fixierter Schotenplatzfestigkeit sind die Schoten deutlich stabiler aufgebaut. Die einzelnen Bestandteile der Schote halten deutlich stärker zusammen. Besonders an den Schwachstellen der Schote zwischen den Fruchtblättern und dem Reblum. Die deutlich höhere Schotenstabilität von Rapsorten mit genetisch fixierter Schotenplatzfestigkeit wurde durch Studien am IASP nachgewiesen. Hier zeigte sich, dass Sorten mit genetisch fixierter Schotenplatzfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Rapssorten einen doppelt so hohen Kraftbedarf zur Schotenöffnung aufweisen. Kommen wir nun zum praktischen Nutzen der genetisch fixierten Schotenplatzfestigkeit für den Landwirt. Durch die gesteigerte Schotenstabilität wird das Ausfallrisiko des Korns minimiert. Damit wird das Erntefenster deutlich erweitert und somit stehen 5 bis 7 Tage mehr für den Rutsch des Rapses zur Verfügung. Zusammenfassend, die Vorteile von Hybridrapssorten mit genetisch fixierter Schotenplatzfestigkeit nochmal auf einen Blick. Steigerung der Ertragssicherheit bei unbeständiger Witterung zur Ernte. Mehr Flexibilität beim Maschineneinsatz durch Verbreiterung des Erntezeitfensters. Keine Notwendigkeit zur überstürzten Ernte vor drohenden Niederschlägen. Deutliche Mehrerträge trotz Hagel- oder Starkregenereignissen. Verminderung von Ausfallraps. Alle Hybridrapsorten mit genetisch fixierter Schotenplatzfestigkeit aus dem RG-Sortiment erkennen Sie an unserem Gütesiegel. Meine Empfehlung zur kommenden Aussaat sind die schotenplatzfesten Hybridrapsorten Arsenal und für alle kolonie-gefährdeten Flächen Andromeda.